Servus Leute, ja, heute möchte ich euch das Buch Bloody Mary von Nadine Roth vorstellen. Das ist im Sternensand Verlag erschienen und ich habe das in Frankfurt auf der Buchmesse entdeckt am Verlagsstand. Und mir hat gleich sofort das Cover unheimlich gut gefallen. Ja, der Sternensand Verlag ist, also ich denke mal, bekannt dafür, für seine wunderschönen Buchcover. Nichtsdestotrotz, ich habe mir dann auch den Klappentext durchgelesen und fand die Geschichte richtig interessant und richtig toll. Deswegen lese ich euch mal den Klappentext vor. Mein Name ist Mary, Bloody Mary, sie rufen mich und ich töte sie. Doch dieses Mal nicht. Er hat mich gerufen und das hat alles verändert. Im Jahr 1990 wird die 16-jährige Mary Jane Wyler von einem Serienmörder auf grausame Art und Weise umgebracht und findet sich in der Totenwelt wieder. Gefangen hinter Spiegeln wartet sie darauf, dass jemand nach ihr ruft, um Rache an den Lebenden zu nehmen. Der 17-jährige Avon glaubt nicht an diesen Mythos. Um seinem besten Freund zu beweisen, dass alles reine Fiktion ist, ruft er den Rachegeist und sieht sich plötzlich Bloody Mary gegenüber. Aber ist sie tatsächlich so blutrünstig, wie die Legende behauptet, oder steckt hinter der furchteinflößenden Gestalt nur ein einsames Mädchen, das sich nach Mitgefühl und Wärme sehnt? Avon versucht Mary Jane Wyler zu Mary Jane Wyler durchzudringen, doch er spielt dabei mit seinem Leben. In der Welt der Toten gibt es drei Regeln. Zeige keine Gnade, zeige keine Schwäche, zeige keine Gefühle. Ich habe jede einzelne davon gebrochen. Ja, das Buch beruht auf der Legende der Bloody Mary. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört. Es gibt da eben eine Legende, wenn man dreimal in einen Spiegel Bloody Mary spricht, den Namen dieses Rachegeists, dann erscheint plötzlich dieser Rachegeist und bringt dich um. Tja, das Ganze spielt anfangs in Kalifornien und der Freund, der beste Freund von Avon, der bringt das Ganze ins Rollen. Denn in den USA oder überhaupt geht ein Massenmörder um. Der immer auf ähnliche Art und Weise seine Opfer umbringt, indem er sie erwürgt und indem er die Augen seiner Opfer zerstört. Indem er sie, zerquetscht, zersticht irgendwie. Auf jeden Fall, die Augen werden vom Opfer zerstört. Und dummerweise passiert einer dieser Morde passiert ganz in der Nähe des Wohnorts der beiden. Und so kommen sie drauf, vielmehr ist der beste Freund von Avon kommt drauf, dass es sich dabei vielleicht um diese Bloody Mary handeln könnte. Avon findet es total abwegig. Und da kommt es dann auch zum kleinen Streit zwischen den Freunden und Avon will seinem besten Kumpel dann beweisen, dass das vollkommener Schmarrn ist und will sich dabei mit seinem Handy filmen, wenn er eben dreimal in einen Spiegel Bloody Mary spricht. Dummerweise ist das eben nicht nur eine Legende, sondern nachdem Avon ein paar Mal dazu angesetzt hat, passiert es dann doch tatsächlich, dass er das macht und dreimal Bloody Mary spricht in den Spiegel. Und
Da passiert das Unglaubliche, Bloody Mary erscheint ihm und will ihn umbringen. Wie es sich dann daraus wieder ja, dem Ganzen entwindet, was da passiert, das müsst ihr natürlich im Buch lesen. Mehr will ich auch überhaupt nicht zur Geschichte sagen, denn ich denke, das ist ein sehr, sehr spoilergefährliches Buch und ihr solltet euch echt wirklich tunlichst nicht irgendwie spoilern lassen. Wie und warum will ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ich denke, dass das besonders gefährlich ist und euch ja, den ganzen Lesefluss und die Spannung nimmt. Deswegen nein, Spoiler ganz, ganz, ganz blöd und ganz, ganz gefährlich. Ja, wie hat es mir jetzt gefallen? Ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne, ja, es ist jetzt nicht so die Wahnsinns-Horror-Geschichte, wenn ihr euch auf so ein Horror geht, das ist es nicht. Also das ist schon auch gruselig erstmal und aber wenn ihr euch auf so einen Horrorschocker freut, das ist es nicht. Aber es hat schon geht schon in die Richtung. Aber so ein richtiger Horrorschocker ist es nicht. Die Charaktere fand ich richtig, richtig gut. Vor allem der beste Freund von Eivin hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der kommt zwar nicht ganz so tragend in der Geschichte vor, aber das ist ein besonders cooler Charakter. Eivin auch richtig, richtig schön dargestellt und natürlich Bloody Mary, das ist schon ein richtig, richtig cooler Charakter in der Geschichte. Vielschichtig und richtig schön ausgeführt. Also ein richtig gut dargestellter Charakter, in dem man sich richtig gut rein versetzen kann. Die ganze Geschichte finde ich richtig cool, auch toll geschrieben. Dafür, dass das, glaube ich, der erste große Roman von Nadine Roth ist, ist allererste Sahne. Also ich kann es absolut empfehlen, das Buch. Mir hat es wirklich super gefallen, hat mich total gut unterhalten. Wie es ausgeht, sage ich überhaupt nichts drüber. Da sage ich gar nichts, weil das ist bis zum Schluss ist es spannend, was ja mit diesem Rachegeist so passiert. Du hast mit so einem Rachegeist, der Dutzende an Morde begangen hat, zu tun, aber ne, also das ist nicht so ungefährlich, sage ich mal. Also wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Kommen wir zu ein paar minimalen kleinen Kritikpunkten, denn die gibt's auch. Ein paar kleine Abstriche muss ich machen. Ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, ein sehr kritischer Leser und ich bin ein Leser, der auf Stimmigkeit, also bei mir in der Geschichte, da muss alles stimmen. Ich mag es nicht so kleine Fehler und so, die überlese ich halt immer nicht. Vielleicht ein anderer Leser, dem fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, aber ich bin halt manchmal ein bisschen überkritisch. Und die zwei Punkte, das sind so
sind wirklich Kleinigkeiten, also macht euch keinen Kopf drüber. Aber zum einen, ich denke, wenn die Geschichte ein Amerikaner liest, dem werden ein paar so kleine Unstimmigkeiten auffallen. Ja, Nadine Roth, die Autorin, ist halt nun mal Deutsche und keine Amerikanerin. Und da schleichen sich so kleine Fehler ein, wie jetzt zum Beispiel der Avon, der schwitzt im Sommer in seinem Zimmer in Kalifornien, und weil es halt Sommer ist. Ne? Aber ich meine, kein Amerikaner schwitzt in Kalifornien im Haus, in seinem Zimmer, weil die haben alle Klimaanlage. Wenn das der Fall ist, dann müsste man vielleicht in der Geschichte erwähnen, dass die Klimaanlage kaputt ist und deswegen eben schwitzt. Aber ansonsten schwitzt man nicht. Und ja, das ist so Kleinigkeiten. Ich meine, das fällt wahrscheinlich einem Amerikaner, der das liest, dem fällt ein paar Kleinigkeiten auf. Aber das tut dem Ganzen eigentlich nichts ab. Das Einzige, was mich dann im geschriebenen Wort ein bisschen gestört hat, ist die inflationäre Verwendung des Wortes Iriden, also die Mehrzahl von Iris, ne? Die Iris, das farbige im Auge. Das ist ein wirklich schönes Wort, Iriden, ne? Hört sich toll an, aber wenn das wirklich inflationär übertrieben oft verwendet wird, das stört einfach mit der Zeit. Will ich jetzt der Autorin gar nicht angreifen. Ich würde es eher dem Lektor oder Lektorin angreifen. Falls es irgendwie eine zweite Auflage gibt und man das Ganze nochmal vielleicht überarbeiten kann, dann ersetzt das Ganze einfach mit Augen. Die Farbe der Augen. Aber nicht Iriden. Das ist einfach so ein Begriff, der so das verwendet man einfach nicht. Und das stört einfach, das fällt mir eben auf. Euch muss das vielleicht gar nicht auffallen. Ich bin halt so ein manchmal ein bisschen pedantischer und kritischer Leser. Mir fallen solche Kleinigkeiten halt auf. Das Ganze mit Augen ersetzt wird einfach dem Ganzen wird es um einiges verschönern irgendwie, weil dieser Begriff, der fällt dir am Anfang gar nicht so auf, aber dann später nach Seite 150 fällt er einem auf und es wirkt einfach ein bisschen zu gewollt. Iriden, das ist ein schöner Begriff, aber der hat in dem Ganzen eigentlich nichts zu suchen, weil er so wenig eigentlich normal verwendet wird. Er hat kaum jemand in seinem Wortschatz. Wie bewerte ich jetzt das Buch? Also wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich, wirklich toll, auch wirklich toll geschrieben. Der wirklich einzige sprachliche Kritikpunkt ist die Verwendung von dem Begriff Iriden. Das ist auch schon alles. Ich bewerte ja, wie gesagt, in meinem Hochschulschlüssel eben 15 Punkte ist das beste maximal erreichbare. Und ich gebe dem Buch 12 Punkte. Dementsprechend wird das, glaube ich, eine sehr gute 4-Sterne-Bewertung sein. Ich kann es absolut empfehlen zu lesen. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Die Geschichte ist wirklich toll. Wie gesagt, kann man absolut lesen. Ich fand es wirklich toll. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.